Hey ho, meine Lieben. Ja, eigentlich war das so nie geplant. Ich wollte nie einen Kanal direkt auf meinem eigenen Kanal vorstellen, sondern das über Together-Projekte machen. Ganz einfach, weil ich das viel, viel schöner finde, einen Let's Player direkt live vorzustellen in seiner ganzen Art, in seinem ganzen Humor. Nun hat es die Julia trotzdem geschafft. Ganz einfach, weil sie ein unglaublich schönes Projekt ins Leben gerufen hat und dieses sehr, sehr engagiert und mit viel Liebe betreut, sodass ich euch das unbedingt mal vorstellen möchte und näher bringen möchte. Und vorher ist die Julia auf jeden Fall ein paar Sätze mehr wert. Aus diesem Grund, ja, auch ein wenig zu ihrem Kanal. Die Julia Trin ist mittlerweile schon eine ganze Weile Let's Playerin auf YouTube. Also ich glaube, wir haben zu etwa demselben Zeitpunkt angefangen, Videos aufzunehmen und hochzuladen. Und in der Zeit hat sie ganz viele lustige und unterhaltende Videos hochgeladen. Sie ist eine Let's Playerin, der man durchaus auch ein paar Folgen Minenirrungen bei Minecraft zuschauen kann und bestens unterhalten wird. Die Minecraft, was so ja von Anfang an ihr Projekt war, hat sie auch noch Alice aufgenommen. Sie hat Harveys neue Augen aufgenommen. Edna bricht aus, hat sie beendet. Ja, so viel zu ein paar Projekten, die sie auf ihrem Kanal hat. Und auch gespielt hat oder noch spielt, je nachdem. Wie gesagt, sehr, sehr unterhaltend. Auf jeden Fall ein Blick, einen zweiten und einen dritten wert. Die Julia hat so ihr Markenzeichen, das ist ihr bayerischer Akzent. Wer sich jetzt denkt, oh Gott, bayerisch, glaubt mir, guckt erstmal vorbei, hört euch das an. Also sie bringt das mit so viel Charme rüber, dass sie damit schon ganz viele ja, echt in ihren Bann gezogen hat. Ganz einfach, weil das total zu ihr passt und total sympathisch rüberkommt, obwohl man vielleicht nicht immer den Akzent, ja, bei allen mag. Also bei ihr definitiv. Es passt irre gut. Und aus diesem Grund wirklich vorbeischauen. Allerdings nicht mehr auf dem Kanal Julia drin. Warum, weshalb, wieso nicht? Ja, YouTube legt uns Let's Playern ab und an gerne mal Steine in den Weg und so hat Julia für sich einen recht großen Schritt gemacht. Also, das ist wirklich ein großer Schritt, den Kanal quasi hinter sich zu lassen, einen neuen zu öffnen, ganz einfach, weil man ja auch eine unglaubliche Verbindung dazu aufgebaut hat, auch zu den Kommentaren. Und naja, jedenfalls hat sie für sich diesen Schritt gemacht. Und aus diesem Grund findet ihr sie jetzt unter Se Julia drin. Geändert hat sich nicht viel, ich denke, das seht ihr. Im Prinzip läuft es so weiter wie bisher. Ganz normal, es ist eben bloß einfach ein neuer Kanal. Dieser Kanal besteht jetzt seit dem 9.01., also noch ganz, ganz frisch. Trotzdem hat sie ganz anständig, wie es sich gehört, die Videos verlinkt, die sie schon, ja, hatte, die Projekte verlinkt, sodass ihr auch von diesem Kanal quasi ihre Projekte finden könnt. Also alles gut durchdacht und ordnungsgemäß organisiert. Was gibt's zur Julia noch zu sagen? Die Julia ist eine Let's Playerin, die auch von den Großen Beachtung gefunden hat. Eine ihrer Abonnentinnen ist Honeyball LP. Ja, die Honeyball LP. Also, auf jeden Fall Julia, so der Geheimtipp, wo ihr mal vorbeischauen solltet und vor allem auch bleiben solltet. Wie gesagt, also, ich finde sie super und ich denke, der ein oder andere von euch definitiv auch. Ja, so, nun zu dem Projekt, was sie ins Leben gerufen hat. Und zwar hat der ein oder andere von euch mich hier auch schon mal nach anderen Let's Playern gefragt. Das Problem dabei ist, dass ich natürlich auch nicht alle kenne und dass ich eben auch meine Lieblinge habe und andere dadurch schnell in Vergessenheit geraten. Und die Julia hat ein Projekt ins Leben gerufen für die Mädels unter uns, die ja, vorgestellt werden möchten. Und zwar ist das ihre Mädelsecke. Also an die Mädels unter euch, meldet euch bei ihr. Sie stellt gerne, gerne den Let's Playerin vor. Ihr müsst auch überhaupt keine Bedingungen erfüllen. Also nicht ihr von wegen abonniert mich und verbreitet mich und ab in die Kanalbox oder so. Auf gar keinen Fall. Trotzdem ist es natürlich schön, sobald jemand dieses Projekt unterstützt. Ganz einfach, weil die Let's Playerin, die daran teilnehmen, dadurch eine höhere Chance haben, überhaupt entdeckt und gesehen zu werden. Ja, die Mädels, die Julia bisher vorgestellt hat, sind ganz tolle Let's Playerinnen, also den Großteil davon kenne ich auch
sprechen schon. Ja, recht vielfältig, recht unterschiedlich in ihrer Art, aber auch in den Spielen, die sie spielen. Also Julia hat sich da echt eine tolle Truppe zusammengestellt, die sie da vorgestellt hat bisher. Ganz, ganz interessante Mädels mit bei, die eigentlich alle einen Blick wert sind. Ich könnte euch da gar keine empfehlen. Und die, ja, so alle für sich ihren eigenen ganz persönlichen Charme haben. Was gibt es da eigentlich noch zu erzählen? Die Julia macht ihre Videos, also ihre Vorstellungsvideos mit ganz viel Liebe und ganz viel Zeitaufwand. Das merkt man ihren Videos richtig an. Aus diesem Grund ist das auch nochmal was ganz Besonderes. Also es ist wirklich nicht so einfach dahingeklatscht, sondern jemand, der echt dahinter steht. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Aus diesem Grund kommen wöchentlich bloß ein bis zwei Vorstellungen raus, was aber eigentlich für den Aufwand eine verdammt gute Quote ist. Wer also Interesse hat, das weiterverfolgen möchte und so weiter, abonniert Julia, da seid ihr in der richtigen Adresse, dann kriegt ihr dann auch gleich die neuesten Videos mit. An die Mädels unter euch, ja, schreibt sie an, wenn ihr Interesse habt. Mittlerweile ist es auch so, dass sich eine kleine große Gruppe von Mädels im Let's Play Forum gefunden habt. Den Link dazu findet ihr hier. Ja, da in Julias Bereich einfach mal vorbeischauen. Da findet ihr andere Let's Playerinnen, die auch total hinter diesem Projekt stehen, die mit viel Freude dabei sind. Auch ganz, ganz tolle Mädels. Eine lustige Truppe ist das geworden. Vor allem auch eine, die mit Feuer da ist und dahinter steht. Also sehr, sehr toll. Auf jeden Fall einen Blick wert. Und an die Männer unter euch, schaut vorbei. Klasse Mädels, klasse Unterhaltung. Auf jeden Fall definitiv einen Blick wert. Ja, und damit hätte ich, glaube ich, auch alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und verabschiede mich. So, ganz plötzlich und so. Tschüss.